Hallo, hier sind wir wieder bei Mädchen und Telespiele. Diesmal ist Sophia dabei, falls ihr sie noch nicht kennt. Sie ist unsere neue Praktikantin. Genau. Jo. Und Bell. Wir haben lange überlegt, was für ein Spiel wir denn jetzt nehmen für Mädchen und Telespiele. Und wir dachten, wir machen mal was mit der Wii U, weil damit haben wir noch nicht so viel gemacht und die Spiele sehen ganz lustig aus. Und Ja. genauso wie unsere coole Konstruktion. Man kann nämlich das Pad hier. Das Bild kann man nicht abgreifen, deshalb mussten wir so eine kleine GoPro dran bamseln. Wundert euch nicht über dieses grüne Tesa-Gaffer-Tape da. Aber es hält. Ja, das Ja, ist super. genau. Genau, und die Wii U gibt es ja noch nicht so lange, deswegen probieren wir jetzt einfach mal ein paar Spiele aus. Ja, Ja. wann ist die erschienen? Am 30. November, glaube ich, in Europa. Und lustigerweise in Japan erst eine Woche später. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie da zuerst rauskommt. Ja, eigentlich schon. Ne? So denkt man gar nicht. Ja. Dann waren wir halt mal die Gut. Ersten. Wir spielen zuerst Zombie U. Den Multiplayer. Weil bei den Einzelspielermodus hat man ja bestimmt schon viel gesehen. Und den wollen wir jetzt einfach mal antesten. Den kann man schön lokal hier auf der Wii U spielen. Genau. Gibt's eigentlich nicht noch so ein St genau. Fühle ich Stimmt. mich gleich viel cooler mit so einem Tablet. Kannst du was drücken? Nee, ich kann. Oh, Da doch. fängt schon an. U-Bahn klingt gut. Jo. So ein bisschen Metro. Was gibt's denn noch? Lass mal kurz schauen. Bunker. Brick Lane, Dächer, Stadion. Nee, wir bleiben mal bei U-Bahn. Das ist cool. Okay, F4 und los. fahren. Gut, dann legen wir los. Okay, meine Steuerung. Was? Da oben ist noch kein. Ach so, hier hinten. Ha. Ah, ich habe mir alles nicht durchlesen Wieder können. was Neues gelernt. Ah, ich muss, warte, ich muss meinen Bildschirm auch lesen, das ist ganz wichtig. Steht da was anderes? Ah, deine Anleitung und meine. Genau. Ach so, du hast ja, stimmt, du hast ja ganz andere Anleitungen Ja. als ich. Ja, ich kann meine Einheiten einfach abschlachten, wenn ich die nicht mehr brauche. Wie gut ist das? Echt? Ja, wenn ich merke, der bringt's nicht, dann schlachte ich den ab und schicke dir einen neuen. So, anfangen. Oder nicht? Doch. Ja. Das ist die Map, okay. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Oh, ich nehme eine Shotgun oder eine Pistole. Du darfst dir deine Waffen aussuchen. Ja, habe ich auch Wieso? gerade gesehen. Wieso habe ich denn nur drei unterschiedliche Zombies und du tausend unterschiedliche Waffen? Das ist ja voll ungerecht. Ah, ich habe aber ein Schrotgewehr dabei. Okay. Auferstehen. Na gut. Oder. Also, lenken tue ich mit diesem Stick hier, was sehr ungewöhnlich ist. Ich kenne das gar nicht. Und mit dem hier kann ich dann zielen. Damit schieße ich dann so. Also hiermit laufe ich und hier gucke ich Die mich sollen um. aber angreifen und nicht chillen, ne? Oder machen die das irgendwann von allein? Eigentlich schon. Die haben das noch nicht so ganz verstanden, worum es in dem Spiel geht, glaube ich. Ja, also man muss Flaggen einnehmen. Insgesamt 4 Stück. Die werden automatisch eingenommen, wenn ich hier daneben stehe oder wenn die ihren Zombies in dem Und Feld hier wenn stehen. sie in diesem Feld steht, also bei mir ist das Feld auch markiert, dann darf ich da keine Zombies spawnen, so wie ich das verstanden habe. Ah, es macht auch sehr lustige Geräusche, dein Pad. Ja, das heißt so viel wie nein, nein, nein. Ah, Hallo, ich kann nirgendwo gerade. also die Steuerung ist wirklich höchst abartig. So, und wenn der blaue Balken da eingenommen ist, dann habe ich die Flagge erobert. Hm. Und, Ey, Alter, wo der gehen? läuft noch. Kann Wieso ich checken da meine Zombies nicht, wo es lang geht? Gnadenstoß? Wie? Ist es doch B oder nicht? Ah. Ich dachte, hier hinten ist B. Ist doch B. Los, Zombies, was sind denn? Zombies sind ja generell ganz toll. Das sind die besten Wesen. Viel besser wie Einhörner. Ja, so ein Einhorn-Zombie. Vielleicht kommt das ja Nein! irgendwann. Wieso? Oh, wie gemein. Ja, jetzt hast du eine Flagge eingenommen. Ja. Ich habe übrigens nicht unendlich Munition. Das heißt, WTF. Was? Wieso habe ich denn gut gespielt? Ich habe doch nichts Oh, was gemacht. ist Ich das? habe. Ist das eine Das ist eine Granate? Granate. Mach das nicht, meine Zombies. Lauft! Alter, Lauft! Lauft! das ist nur so ein Mein Leucht. Fußvolk! Ich Das glaube, ist du nur musst so die ein. noch aktivieren. Nee, das ist so eine Leuchtstoff. Wie nennt man das? Leuchtrakete. Die Mann. feiern das dann ab und beachten dich nicht. Nee, ich glaube einfach nur für die Fälle, dass es irgendwo dunkel ist. Oh, also Was? auf der Wieso habe ich denn Treppe. einen Punkt gekriegt? Wurdest du gefuttert? Nee, weil da ungefähr 8 Millionen Zombies in dem Kreis standen. Und ich glaube, desto mehr Zombies da stehen, desto mehr. Desto schneller nimmst du den Punkt ein. Wieso läuft der eine Zombie jetzt? Kannst, also steuern kannst du die Zombies nicht, ne? Nee, Du kannst die sie laufen wirklich schon nur. selbst.
Ich hoffe auch immer, dass die sinnvolle Entscheidungen treffen. Zombies und sinnvolle Entscheidungen. Bisher sind wir voll am Rulen. Also guck mal, hier ist voll die Göre. Jetzt. Ja. So, wo geht's denn lang? Da. Ey, also, wieso laufen die denn nicht? Oder muss ich die aktivieren erst noch? Dein Pet sagt. Ach, da hinten. Ach so, da steht noch Information zu meinen Zombies. Ich habe bisher einfach nur immer welche gespawnt, auf die ich gerade Lust hatte. Nur die, die gut aussehen. Ja. Und ich habe keine Munition mehr. Das ist sehr gut, dann überraschen wir dich doch von einer der Seiten, die es noch gibt. Nein, ich habe keine Munition. Ich habe doch eine Schrotflinte dabei gehabt, oder bin ich blöd? Oh, lass mich bloß in Ruhe. Oh, die Steuerung ist automatisch. Was? Ich finde die Kommentare eigentlich ganz süß. Ja. Alter, guck mal, was ich habe. Was hast du? Erstmal auf die Steuerung klar. Wieso laufen die nicht? Guck mal, die chillen. Ja, ich habe automatisch das Geschütz. Wie geil. Die Überlebenden. Was habe ich? Nichts haben die verdient. Was habe ich da jetzt eingesammelt? Muss Munition finden. Nein, doch nicht. Da, hast du einen Zombie in der Luft gespawnt? Nee, ich glaube, das ist der Deko. Hängt da, nee, das ist nur Deko. Well. Oh, so ein fliegender Zombie. So ein Gargoyle-Zombie, der so durch die Gegend fliegt und alle. Boah, das wäre krass. Ey, Bell, töte mal welche, weil ich kann keine neuen spawnen. Ja, toll. Was ist das denn für ein Kreuz? Was bedeutet das? Kreuz? Aha, ich kann damit den Bildschirmmodus ändern, dann sehe ich die Flächen besser. Also wo oben und wo unten ist und wo du gerade rumläufst, sowas halt. Okay. Wieso habe ich schon wieder keine Munition? Nein! Oh! Stufenaufstiegbelohnung wählen. Sprinter, explosiver Jäger oder gepanzerte Wache. Was meint ihr? Was? Welchen Zombie kann ich denn? Gepanzerte Wache? Explosiver Jäger klingt doch richtig. Ich habe nicht mal Munition, sei nicht so gemein. Bestätigen. Explosiver Jäger und Abflug. Was? Nein! Geh mal aus dem Kreis raus, Bell. Ich kann da keinen spawnen, solange du im Kreis drin bist. Bell. Ich habe einfach keine Munition. Bell. Oh, ich kann die auch wegschubsen. Aber so kann ich die wahrscheinlich nicht töten. Ach komm, dann überraschen wir dich, wo der jetzt herkommt. Oh, sei nicht so fies. Was habe ich da überhaupt? Ist das ein Busch? Pass auf, er ist krass. Oh, fuck. Was ist das? Mein explosiver Jäger-Zombie. Explosiv? Ja, oh, muss ich den Explosions-Dings-Zombie aktivieren noch? Oh. Ich glaube, der hat sich gerade geklont. Nee, hat er nicht. Klonende, explosive, gepanzerte, fliegende Gargoyle-Zombies. Was? Und ein Einhorn. Und ein Einhorn. So. Ey, Bell, wo rennst du denn lang? Da, Ich suche Munition. Ich habe keine verfickte Munition mehr. Wieso ist denn der eine Spawnpunkt gesperrt, der hier auch? Darf ich nicht mehr, oder was? Ich habe irgendwas benutzt, aber ich weiß nicht, was es ist. Das, was auch immer du benutzt hast, hat zur Folge, dass ich nirgendwo mehr spawnen kann. Also du hast jetzt ewig Zeit. Scheinbar. Geil. Munition zu suchen. Wie sah das denn aus, was du benutzt hast? Das war so ein Buschknäuel mit einem roten Schloss. Ich habe keine Ahnung, was das Grüne war. Ich habe es nicht erkennen können. Ein Buschknäuel mit einem roten Schloss. Ja. Aber da läuft aber noch. Echt mal, wieso sind hier keine bekloppten Munitionskisten? Ey, was müssen denn meine Zombies machen, damit ich endlich wieder ist die nur hier? Spawnen kann? Na endlich, wir sind wieder im Spiel. Ah, der Explosions-Gargoyle. Oh, ich will sehen, Zombie. Was er macht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der hat Tanks auf dem Rücken. Tanks auf dem Rücken? Ja. Ist aber hübsch. Warte, welcher ist denn das? Oh. Auf meinem Bild sehe ich, dass er eine Gasmaske auf hat. Und ich habe schon wieder keine Munition. Was ist das? So die können sich echt klonen. Wie jetzt? Wie krass. Ja, ich habe auch eben gedacht, sind da zwei? Ja, jetzt schon, ne? Aber die chillen da echt nur rum. Ja, aber siehst du das nicht? Ich habe keine Munitionskisten. Das ist schon nicht ganz fair. Vielleicht spawnen die sich auch jedes Mal an einer neuen Stelle auf. Nee, da war ja schon eine Stelle, aber ist halt gerade keine. Was ist das hier alles? Nee, in den Türen kann ich nicht rein. Also die Map. Nee, in die Türen kannst du nicht rein. Also die sind bei mir auf der Map auch so markiert, dass man da nicht rein will. Ach so. Ja, genau, lauf in die Sackgasse, Bell. Das ist gut. Was?
Ja, du hast. Wieso hast du denn verloren? Weil du vier. So, so viele Zombies? Bestimmt. Das ist ja übel. Okay. Und also ich nehme die Flaggen ein, indem meine Zombies einfach in der Nähe stehen. Genau, einfach in diesem Kreis. Dann hast du es halt ja, so. Also, ja, echt nicht leicht. Mein Todesurteil, wobei ich bin ja nicht mal gestorben. Ja. Das ist ja voll heftig. War leider, dass nirgendwo Munitionskisten waren. Kann man nicht auf Tod spielen, also auf Leben und Tod, so Survival-mäßig? Rückkampf. Rückkampf-Rollentausch klingt doch gut. Ja. Hey, dann. Aber ich habe gerade mal nicht auf die Uhr geguckt. Hm. Okay. Kleine Regieanweisung. Ich kann auf dem X Zombies töten. Oh, warum explodiert? Noch nicht anfangen. Ich muss. Yo! Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken, weil wir angefangen haben. Wir müssen ja eine Stunde ungefähr spielen. So, jetzt tauschen wir aber, ne? Steht das nicht da? Hä? Okay. Ja, ich muss ja mit dem. Ah. Die Musik vielleicht, ja. Oder. Nee, guck mal. Ich glaube. Nee, doch, vergiss einfach. Es, vergiss das es. Egal. Genau. Was so, halte ich denn hattest wo? Du einen Stift irgendwo? Egal, ich muss das auch mit den Fingern machen. Den gegessen? Ich glaube, ich sitze drauf. Ja. Gut. Sorry. Okay. Okay, links, rechts, links Waffenset rechts. Auswählen. Mal sehen. Schrotgewehr Magnum. Nein. Ich muss warten. Das sieht doch schön aus, eine M4. Aber ich frage mich, wie lange die. Oh, Molotow-Cocktail. Damit kann ich mehrere von deinen schönen Viechern hochjagen. Oder das. Ach, gibt's noch mehr? Ja, ich hatte nur so eine blöde Leuchtrakete, mit der man überhaupt nichts machen kann. Sie war schön. Sie war schön. Ja, sie hat weihnachtlich geleuchtet, ja. Wunderbar. 30, 10. Ich frage mich, wie viel Schaden die dann aber auch anrichten. Wenn ich dann 30 Schuss habe, die aber nichts bringen. Leider keine Ahnung. Ich habe. So übrigens nicht rausgekriegt, man hat ja so eine Alternativwaffe, aber ich konnte sie nicht auswählen. Das war komisch. Oh Mann, ich bin so gar nicht Wii bewandert. Ja, die Steuerung, da wirst du dich gleich abkacken, ey. Oh ja. Du musst auf Minus drücken, damit du spawnst. Oho! So, und jetzt kann ich hier was. Oh, guck mal, ich kann dich so schlagen. Ja. Ja, komm, machen wir so eine schöne Messerparty jetzt. Messerparty! Wie kann ich denn. Komm, Bell. Ah. Ich werde jetzt intuitiv versuchen, deine Gedanken zu lesen. Nein! Ey, was so, passiert da? Wieso ist meine Steuerung gar nicht mehr da? Oh, da ist ein Zombie. Wie kann ich den erschießen? Musst du rausfinden. Hä, warum läuft mein Zombie Ziel? Weg? Schießen. Aha. Komm her. Aber, ey, ach, okay. Ach, muss ich nicht so genau zielen? Der zielt von alleine, oder was? Ja, so ein ungefähr. Bisschen. Also, wow, was geht ab? Wo bist du? Ja. Okay, ich muss rennen, ich weiß aber nicht wie. Ja, du drückst den hinten gedrückt halten. Den. Diesen. Erschlag mich nicht! Diesen. Erschlag mich nicht! Diesen. Wenn ich dich schlage, schlage ich vielleicht doch die Zombies mit. Alter! Ich will nach oben. Warte, ey, der Zombie geht mir gerade voll auf den Senkel. Schauen Sie mal. Oh, meine Wache ist wieder. Du bist tot. Aber du kannst nochmal aufstehen. So, guck mal, du läufst, indem du den hier hinten gedrückt hältst und dann einfach. Ah, Moment, spawn mal gerade. Ah ja. Aber ich schleiche ja voll. Oh nee, dann war das ein anderer Knopf. Denn der hier oben. Ganz normal, guck mal, so den, ganz. Ah, da gibt's zwei. Den, ja. So. Ach so, okay, dann bleibe ich jetzt erstmal hier und nehme die Flagge ein, dass du hier schon mal nichts machen kannst. Wie jetzt? Wo bist du? Bei welcher Flagge bist du? Tja, das steht auf deiner Karte drauf. Ja. Oh, das Gewehr gefällt mir schon viel besser. So ein Sturmgewehr geht mir gut rein. Sind das Fußvolk, habe ich eine Wache und einen Jäger. Der Jäger klingt schon mal böse. Ach, das klingt nur so. Stirbt genauso wie alle Wache, anderen. Wache, dann denkt die. Wow. Ach, Fußvolk nimmt die Flaggen ein. Okay, dann brauche ich davon ja. Ach so, das wusste ich nicht. Steht hier. Ja, man sollte mal die Anweisungen lesen. Ein Fußvolk ist für einen Sieg unverzichtbar. Also gehört die Flagge jetzt mir. Sehr gut, dann gehe ich mal zur nächsten. So, erstmal klarkommen, wie man läuft. Wie? Ach, ich habe schon 8 Zombies. Was? Ich habe davon zu viele. Ah, guck mal, das sieht doch nach jemandem aus, der sterben will.
Aber das Zielen ist teilweise aber echt so eine kleine Herausforderung, ne? Wow! Geh weg! Geh weg! Okay, jetzt verstehe ich. Cool. Bleib einfach an der Treppe stehen und werd die schlagen. Jetzt verstehe ich. Also es gibt solche Fußvolk-Zombies, nur die können Flaggen annehmen. Und dann habe ich solche Jäger-Zombies. Ich habe doch nachgeladen jetzt. Oh. Zielgenauigkeit. Boah, Alter. Ungefähr null. Oh, hier ist mein Kopfhörer raus. Ist das ein 18er-Titel, ja, oder? Ja. Oh, hier hinten geht ja auch was ab. Ja, ich habe Vincent hier eingespawnt. Soll ich noch einen spawnen? Nein. Ey, die sieht ja komisch aus. Sind die schneller als ich? Das kann doch nicht sein. Ich bin ein Mensch. So, erstmal umdrehen. Boah. Komm, komm her. Okay. Wow! Ein Überraschungszombie! Genau. Na, wieso schieße ich nicht? Ich habe keine Munition mehr, oder was? Ja, jetzt muss ich. Keine Ahnung. Was hast du gemacht? Weiß ich nicht, ich habe so gemacht. Warum konnte ich das nicht? Genau, weil du nicht in Panik geraten bist. Ich sehe Wand, ich sehe sehr viel Blut. Infizierte Flagge nehmen ein. Wie kann ich denn meine Waffe wechseln? Ich bin wieder gestorben. Ach so. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nicht rausgekriegt, wie man die Waffe wechselt. Deshalb. Aber ich habe jetzt so, ey, wenn ich sterbe, habe ich wieder volle Munition. Also einfach ganz oft sterben. Kriege ich das angerechnet, wenn ich sterbe? Nee, oder? Richtig. Das ist gut. Jedes Mal, wenn ich keine Munition habe, werde ich einfach sterben. Du hast eine Belohnung erhalten. Ich möchte die gerne einlösen. Eine Mine. Wie sammle ich die jetzt? Ach, Moment, da stand was. Nein, nicht drehen. Wieso dreht es sich? Oh, Bella, alles dreht sich. Dann darfst du nicht so viel trinken. Oh. Alter. Oh, ein A. Da steht A. Wo ist A? Da ist die A-Taste. Jetzt mache ich gar nichts und trotzdem dreht sich. Ja, wahrscheinlich, alles. Weil er den Kontakt verloren hat. Du musst zusehen, dass du auf dieser Wii-Leiste bleibst. Ach so. Wo bist du denn? Da bist du. Kann ich dir eigentlich. Ungültiger Ort. Haha. So, Moment. Was habe ich gemacht? Spucker? Ein Spucker. Die spuckt mir auf den Rücken und rennt weg. Okay. Welcher ist jetzt da? Jetzt, wieso sterben die denn nicht? Hör auf, meinen Turm anzugreifen. Komm her. Oh, was ein krasser. Oh, ist war das der Spucker? Bestimmt. Hast du den? Ja, ich glaube, der liegt da noch. Ich bleib jetzt einfach stehen und knall die von hier aus immer ab. Die leben ja noch. Und eine neue Flagge! Neue Flagge! Oh, okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Wie wechsle ich? Ah. Ich glaube, man hat es als Überlebender wirklich nicht leicht. Ja, das ist echt schwierig. Ist wie im echten Leben. Mhm. Achso, du musst A drücken, ja. Achso. Komm, probieren wir es nochmal, dann okay. Schaue ich auch mal, was es für andere Zombies noch gibt, außerdem Maps. Spucker. Ach genau, wir können eigentlich eine andere Map ausprobieren. Das also Idee. Ich hatte das Gefühl, die war recht klein. Ja, aber so zum Eingewöhnen fand ich das eigentlich ganz irgendwas nett. Hast du gedrückt gerade? Ja, ein A. Ja, aber jetzt machen wir dasselbe Level ja nochmal. Okay. Dann geh nochmal raus. Genau. Verlassen. Diese Rummelmusik, ey. Ja. Schön Psycho. Boah, von dem ganzen Töten habe ich gerade voll Hunger gekriegt. Okay, Bunker? Was ist ein Bricklane eigentlich? Weiß ich nicht, aber es sieht so ein bisschen eng aus, oder hört sich so eng an, oder? Ich muss da an Wände denken. Dächer klingt doch super. Kann man da runterfallen? Lass Stimmt, uns das ausprobieren. Macht's so spannend. Stadion klingt aber auch sehr geil. Wo du so Zombie-Köpfe ins Tor kicken musst. Ja, wahrscheinlich. Zombie-Fußball, das wäre auch mal so ein, als Minigame. Ja. Hast du eigentlich eben rausgefunden, wie du die Waffe wechseln kannst? Nee.
Das ist komisch, ne? Vielleicht hätten wir einfach länger Zeit nehmen müssen, um uns durchzulesen, was man da so machen muss. Moment, Ja. vielleicht steht hier jetzt was Sinnvolles. Tarobjekte aktivieren. Ja, damit kann ich ja nicht. Toll. Ja. Warte auf den überlebenden Spieler, um zu beginnen. Man kann hier auch noch leveln. Ich frage mich, wodurch genau man ein Level aufsteigt, dadurch, dass man Fahnen einnimmt. Ich probiere es einfach mal mit der Schrotflinte. Alter. So, warte, ich guck, So, ich ich kann gucke meine mir so an Waffe die gar nicht Karte wechseln. an. Wie mache ich das denn? Da Mit gibt es Plus bestimmt oder? einen Knopf für. Ah, jetzt drehe ich wieder durch. Kannst du mit der Maus vielleicht auf die Ecken gehen? Nee, oder? Hier ist. Nee, 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 geht dann nicht. drehe ich mich nur. Minus lade ich nach. Was passiert bei Plus? Doch, Plus! Plus ist der Waffenwechsel. Plus ist Gut, der haben wir das jetzt Waffenwechsel. auch. Ey, ich sehe es kommen. So noch eine Runde und dann wird es richtig spannend. Schieß mal das Benzinfass an, bitte. Ich will Munition sparen, verdammt. Ja, aber du sollst es anschießen. Vielleicht explodiert es. Ich dachte, du stirbst dann vielleicht. Alter. Alter. So. Ich wollte uns nur helfen, das Spiel schneller zu verstehen. Das wäre voll wichtig für mich, weil dann spawne ich ja nicht in der Nähe von so Fässchen. Ach, wundervoll. Jäger deckt die Position des Überlebenden auf der Karte auf und eröffnet die Jagd. Ungültiger Ort. Rote Zone. Wo ist denn hier Überleg bitte? ruhig noch, Das ist doch gar überleg ruhig keine noch. rote Zone. Während ich hier noch fett am Suchen bin, hat die Bell. Wieso kann ich denn nur an dieser einen Stelle gerade Zombies erstellen? Das ist echt nicht cool. Bell, hör auf, die Fahnen einzunehmen. Aber das ist doch der Sinn des Ja, Spiels. deswegen will ich nicht, dass du es machst. Naja. Ich weiß gar nicht, ob man das tolle Geräusch hört, was das Wii-Pad die ganze Zeit macht. Naja, dann wird das halt eben so eine Überraschungsarea. So, machen wir halt eben noch mehr Viecher da rein. Und noch einen. Oh, da. Spawnst bestimmt hinter mir irgendwas, ey. Ein Punkt für den Oh, Überlebenden. der lebt doch. Hä, ist sein Gesicht falsch rum? Nee. Oh, ficken, die lebt noch. Okay, ich probiere jetzt mal die Schrotflinte aus. Oh ja! Ich habe einen neuen Ort zum Spawnen gefunden. Toll, jetzt stehen die alle nebeneinander und keiner macht was. Ist Ja, ja das lieber so sind auch nur eine Demo. diese einen Einheiten, das sind doch die einzigen, die Punkte einnehmen, das weißt du, oder? Nö. Da diese, die bei dir rot markiert sind. Das sind die einzigen, die Punkte einnehmen können. Und die anderen musst du Oh. die quasi beschützen lassen. Mein Controller vibriert ab und zu mal. Ist es dann, wenn du ein Zombie Das ist dann, glaube spawnst? ich, wenn du angegriffen wirst, oder? Nee, wenn dann, wenn ich spawne. Ja, das kann sein. Gepanzerte Wache. Aber der kostet zu viel. Ich glaube, ich bleibe im. Was hat der explosive Jäger dir denn letztes Mal angetan? Hat Weiß ich das. nicht, ich habe den eigentlich nur aus Versehen gekauft. Ich wollte nur Informationen über den haben, Nee, dann du habe hattest ich ihn einen davon. Spucker und der war cool. Ja, was hat der dir angetan? Der hat mich angespuckt und der ganze Bildschirm war so böh. Also ist geschwommen. Also so ähnlich wie bei Left 4 Dead. Ja, Die kann haben auch sein. so einen Kotzer, Spucker, keine Ahnung. Ach so, ich habe die jetzt schon eingenommen. Oh, warum sagt mir das keiner? Tja. Munition. Automatisches Geschütz. Neue Einheit. Ist hier eine Leiter, Treppe? Ja. Ah, ich muss ja nicht direkt. Oh. Oh, was hat der auf dem Rücken gehabt? Explodiert der? Nein. Wieso fliehen die denn? Können die nicht kämpfen? Weil die dumm sind? Hallo? Ja, ich glaube auch. Die haben keinen Bock auf dich. Hallo? Lauf zur nächsten Fahne, mein Freund. Lauf. Ja, lauf weiter. Nein. Ey, wenn du eine Fahne eingenommen hast, kann ich die nicht nochmal einnehmen. Die Zombies können sich teilen. Wie jetzt? Zellteilung. sozusagen. Also ich habe jetzt wieder so ein automatisches Geschütz. Das hat hier eine ganz gute Position. Ich würde denen gerne sagen, beschützt bitte diesen Zombie, aber das kann ich nicht. Die stehen jetzt einfach rum und machen nichts wieder. Ist der Hammer. Also ich habe schon drei Flaggen. Jetzt brauche ich nur noch diese hier, dann habe ich eigentlich gleich gewonnen. Das finde ich nicht cool. Und wo läuft mein Zombie lang? Hä? Mein Ein Geschütz Troll. hat geschossen. Applaus für unsere Komm Spieler, schon. bitte. Ich habe doch jetzt Genau. 10 Punkte. Wieso kann ich keine Einheit? Und eine neue Flagge.
Da ist eine neue Flagge aufgestellt. Nee, es wurde eine aufgestellt. Jetzt habe ich 4. Yay! Die Map ist ganz cool, die ist ein bisschen übersichtlich. Die Map scheiße, ich habe verloren. Willst du dieselbe Map oder eine andere? Wie du magst, wir können auch gerne noch eine neue ausprobieren. Okay. Komm, dann probieren wir noch mehr Maps aus. Na gut. Dankeschön. Vielleicht machen wir das wirklich zu hektisch. Wir müssen uns mehr Zeit nehmen, ins Spiel einzusteigen. Oh, jetzt habe ich auch aus Versehen was gedrückt, ne? Wie gehe ich denn zurück? Start? Ja. Ach, ich gucke hier drauf. Ich denke, warum ist hier nichts? Oder sollen wir einen ganz anderen Modus ausprobieren? Können auch einen ganz anderen Modus ausprobieren. Stimmt, es gibt ja noch unterschiedliche Modi. Mhm. Ja, dann lass einen anderen Modus ausprobieren. Die Vielfalt auskosten. Musst A drücken. Ah ja. Modus, was haben wir? Todeskäfig, Sturmangriff, Todeskäfig. Das klingt doch nett. Was ist denn Todeskäfig? Hast du schon mal angespielt? Nee. Okay. Da steht auch leider keine Beschreibung. Das heißt, wir sind gleich wieder total überrascht von allem, was auf uns zukommt. Ja, das Stadion. Das ist doch schön offen, da bist du bestimmt. Todeskäfig könnte vielleicht sein, wir sind auf einer Map und bis einer stirbt. So Survival-mäßig. Das kann auch sein, ja. So vom Namen her? Diesmal gewinne ich. Das wird super. Achso, Moment, ich bin gar nicht die Zombies. Nee, ich bin die Zombies. Oh nein. Oh nein. So. Du musst A drücken? Okay, und jetzt muss ich leben. Oh nein, jetzt habe ich mir... Oh, jetzt habe ich nicht die Waffen genommen, die ich haben wollte. Na gut, egal. Aber ich sehe schon mal, da ist ein Gegner. Und Headshot. Oh, er lebt noch. Ey, Bell, hör auf. Es sind jetzt genug auf der Map. Ah! Ah, oh, der soll doch nicht jetzt schon laufen. Ich wollte, dass du um die Ecke gehst und der dann... Ja, ach so, du, ja, man kann ja nicht kontrollieren, wann die laufen. Manchmal laufen die einfach gar nicht. Das ist dann noch viel schlimmer. Deine greifen immerhin an. Aber wie kann ich denn überleben? Also ich meine, hast du eine bestimmte Anzahl von Zombies, die du spawnen kannst? Ja, ich kann wieder nur 8 spawnen. Ach so, das weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, das geht einfach gewinnen? So lange, bis... Bis ich sterbe, also verliere ich eigentlich in jedem Fall. Oh, eine Waffe. Warte kurz. Oh, cool. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich eine Schrotflinte. Wow. Ich höre was. Da. Läuft der weg? Ach nee. Nee, der hat nur ein bisschen getaumelt. Vielleicht ist er auf dem Dixie-Klo. Ist ein Dixie-Klo? Ja, so ein Kontrollschuss kann ja nicht schaden. Kannst du da rein spawnen? Spawn mal einen ins Dixie-Klo. Nee, in solchen Sachen. Ungültiger Ort. Ungültiger Ort zum Spawnen. Dixie-Klo wird nicht gespawnt. Oh, die lebt noch. Noch mehr Waffen, ey, das wird ja immer besser. Vielleicht muss ich alle Waffen einsammeln, dann habe ich auch gewonnen. Oh nein, ich drehe mich wieder. Bell. Nein, was ist denn hier mit dem Zielen los? Ey, das war dein Spucker-Zombie, gib's zu. Ah, oh, nein. Ah, ich bin fast tot. Wie kann ich mich denn heilen? Nein, geh weg. Gar nicht. Oh. Tot gespuckt. Da hat er dich voll gerotzt und du bist gestorben. Das letzte Mal durch Spucken gestorben, wahrscheinlich in Borderlands. Da gibt es doch auch so Spuckertiere. Spuckertiere. So Lamas, die da durch die Gegend laufen. So. Jetzt will ich nochmal. Nochmal? Ja, genau. Na gut. Achso, ich muss drücken. Weil andere Map oder dieselbe Map? Wie du magst. Du musst A drücken. Okay. Wie du möchtest. Was hatten wir denn noch nicht? Den Bunker hatten wir noch nicht. Ja, probieren wir doch den Bunker. Okay. Bunker. Weiß, dass Bunker aber sehr eng und bedrückend sein können. Wenn der Ausgang versperrt ist. Du dann wieder... Ja, stimmt, wir sitzen hier im Keller. Das ist auch ein bisschen wie ein Bunker. Ohne Worte. Hast du eigentlich mal den Molotow-Cocktail geworfen? Nee, ne? Nee, aber ich hole das gleich nach. Danke, dass du mich dran erinnerst. Es hat sich bisher nicht gelohnt. So für einen Zombie sehe ich das irgendwie nicht ein, meinen schönen Molotow zu verbrauchen. Du musst A drücken. Willkommen, Ladies
Jetzt hast du deine Waffe schon wieder nicht ausgewählt. Guck mal, das Smiley da, er lacht dich aus. Achso, ich kann ja schon. Scheiß Smiley, lach nicht so dämlich. Ich hab nur Zombies verstanden aus dem ganzen Gelaber. Zombies. Also das ist wohl wirklich einfach nur so ein Überlebensdings. Das gefällt mir mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab's nicht so mit Fun einnehmen und so, ist mir zu fancy. Außer bei so einem alten Rayman-Spiel, da fand ich Capture the Fly richtig gut. Und wieso läuft der denn schon? Tja. Kannst du die überall hin spawnen oder hast du wieder bestimmte Bereiche? Ich habe wieder nur bestimmte Bereiche. Okay, das ist immerhin fair. Oh, ich konnte was aufheben und habe es einfach nicht gecheckt. Oh, Moment, erstmal Problem lösen. Ah. Warte, Belle, ich bin beschäftigt, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern. Nein! Yo, greif mich von hinten an. Geh weg, Bro. Ja, wenn schon. Da kommt noch einer, okay. Okay, ich lass dich jetzt erstmal aus der Ecke raus. So nett bin ich jetzt mal. Das ist voll freundlich von dir. Wieso tust du das? Das ist einfach nur ein Trick. Du willst mich jetzt in Sicherheit wiegen. Guck mal nach. Es vibriert er, wenn ich ihn setze? Nö. Nee? Nö. Okay, was nehme ich jetzt mal? Ach, du hast ein Level abgekriegt, oder was? Ja. Wieso kriege ich kein Level ab? Ich habe 11 Zombies getötet. Und ich lebe noch. Oh, da ist einer. Sehr schön. Komm her. Warum explodiert er nicht? Tja, weil ich ihn getötet habe. Vielleicht muss man den nochmal antippen, damit er explodiert. Ging das oder hast du ihn erschossen? Geh weg, geh weg. Ich bin jetzt mal los. Muss Waffe wechseln. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Nein! Das war auch fies. Ich habe da so viele Zombies gespawnt. Tauschen? Ja. Ich werde garantiert auch nicht länger überleben. Aber ich werde dran denken, eine andere Waffe auszumachen. Ich werde das nicht kurz und schmerzlos machen, sondern... So, Rückkampf. Zurück zum Mehrspielermodus. Rückkampf. Ich habe einfach Rückkampf gemacht. Ach so, ja, okay, dann spiele ich die selber. Du musst auferstehen. Ja, ach so, du bist so klug und wählst dir deine Waffen aus. Das macht natürlich Sinn. Nee, ich will mal den Molotow-Cocktail ausprobieren. Wieso verpeile ich das denn die ganze Zeit? Das ist doch so simpel, gleich am Anfang einfach die Waffen auszuwählen. Ich wundere mich auch immer, wieso ich bestätigen muss, dass ich gespawnt werden will. Für mich war das so selbstverständlich. Ach so, ich muss ja Zombies setzen, warte. Also du musst nicht. Ach, das sind diese Leuchtketten. Ich habe mich gewundert, was diese leuchtenden Punkte auf der Map sind. Wie du atmest, bist du das? Du bist voll abgehetzt, das geht ja gar nicht, ey. Oh, Maschinenpistole. Nee, ich behalte mein Ding. Alter, ich hab die Orientierung. Nein! Gnadenstoß. Ja. Hä, sind das Geister? Nee, das sind Geisterzombies. Ja. Die sind doch untoter als untot. Alter, ich krass. Ja, flieh am besten aus dem Raum. Ach, hast du echt gemacht? Süß. Du wirst natürlich länger überleben. Ich weiß, wie du Halo spielst. Du, diese Steuerung hat mit Halo aber nichts zu tun. Nein, aber da muss man ja aufschießen und so. Ah, ich dreh mich. Nee, weg. Da. Holt sie euch. Holt sie. Lauft, meine Zombies. Lauft schnell. Magnum-Pistole. Aber ich hab auch noch 4 Minuten. Spontaner Überraschungszombie. Setze ich einen um die Ecke? Schön, dass du es mir sagst. Ja, du weißt ja nicht, um welche Ecke. Ah, hinter mir. Nein. Nein, Munition. Plus, Minus. Hilfe. Ficken. Die Lache war viel zu grell. Es müsste eigentlich so eine finstere... Zombie-König. Zombie-König ist echt ein schöner Titel. Lass mich die Magnum aufheben. Welche? Wo ist die denn? Hier. Okay, mach. Oder doch nicht? Also. Nein! Ich wollte. Diese bekloppte Steuerung. Ja. Die Steuerung war es. Ah, noch eine Runde? Ja, komm. Andere aber Map? Eine andere Map, ja. Okay. Ah.
Na, wirst du auch schon hungrig? Ich sag dir, man wird voll hungrig von diesem Spiel. Gehirne. Ja. Ach. Wir mussten mal einen sezieren. Ich musste meinen Biounterricht Schweinehirne sezieren. Musstest du das auch machen? Nee. Das war eher so Bio-LK. Das Einzige, was wir aufgeschnitten haben, war ein Ei. Oh, Augen haben wir auch aufgeschnitten. Oh. Fand ich super. Also im Sinne nicht von so, ich schneide gerne tote Gegenstände auf. Nein, es war einfach nur wirklich sehr wissenschaftlich interessant. Da war so ein kleines Gewinde und dann wurde uns erklärt, dass da die Erinnerung praktisch, Hippocampus. Der Hippocampus ist die Stelle, wo sich die Erinnerungen so drehen und dann werden sie halt gespeichert. So, ungefähr. Todeskäfig. Such dir eine Map aus. Das hatten wir noch nicht. Hatten wir eine schon mal nicht? Hatten wir Stadion schon? Ja, aber nur ganz kurz. Komm, dann also machen wir die jetzt noch mal ein bisschen ausführlich. Oder ist das die mit den Smileys? Hatten wir die nicht gerade genommen? Was war denn daran Stadion? Ich hab keine Ahnung. Wenn wir das schon hatten, dann stelle ich mir unter Stadion aber was ganz anderes vor. Ja. Ich erinnere mich gut an die Dächer und an die U-Bahn-Map, aber das Stadion ist mir echt nicht in Erinnerung geblieben. Das war, glaube ich, das, was wir gerade vor 20 Sekunden gespielt haben. Nein, bestimmt nicht. Ich glaube schon. Natürlich, oder? Ach was? Nein, Mann, hier waren wir noch nicht. Hier? Also ich war hier zumindest noch nicht als Zombie-König. Probiere ich mal einen. Nee, oder? Hier waren wir noch nicht. Achso, nee, okay, dann war das doch was anderes. Das sieht ja interessant. Boah, das ist, wenn man sich die Map von oben anschaut, sieht das aus wie wirklich wie so ein Fußballfeld, was komplett zugemüllt ist. Mit ganz vielen Kartons. Oh, es ist ja ein Traumschloss. Ein Traumschloss, hier würde ich gerne wohnen. Ja, stell dir vor, was man mit den ganzen Kartons alles machen kann. Höhlen bauen. Ja. Ich habe als Kind voll gerne Höhlen gebaut. Schade, dass ich mir keine Barrikaden oder sowas bauen kann. Das wäre immer cool gewesen. Weil hier liegen aber sehr viele Waffen rum. Ich glaube, Munitionsprobleme hat man hier eigentlich nicht. Mhm. Also ich höre, dass du hier überall... Ah, da. Hinterm Dixi-Klo. Ja, ins Dixi-Klo hat nicht geklappt. War das so offensichtlich, wo ich den Zombie hinsetzen würde? Nee, ich hab ihn genau gesehen. Er ist direkt vor meinen Augen aufgeploppt. Aufgeploppt. Wo läuft Bella als nächstes lang? Na komm. Oh, was, dass das vibriert, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ne? Ach Mann, Bell, jetzt renn nicht weg. Ich habe da extra so einen schönen Platz für dich gebaut. Es kommen die alle natürlich einer nach dem anderen durch den Gang und du schlachtest sie ab. Meine armen Kinder. Aber ich glaube, du setzt genau jetzt jemanden hinter mich. Ja, aber ich drehe mich wieder. Vielleicht, wenn ich in deiner Nähe Zombies setze. Nee, wenn du schießt, vibriert. Guck. Aber ich weiß, hinter mir ist doch eins. Nee, wenn du schießt und ihn triffst, vibriert das. Ja, ne? Boah, jetzt haben wir es. Ja, jetzt. Ja. Das musste geklärt werden. Ich will eine Waffe aufsammeln. Gib mir die Waffe. Warum kann ich den? Wieso stehen meine Zombies denn, dieser blaue Zombie... Oh, jetzt habe ich ihn geklont. Wie gut! Wie klonst du die denn? Oh, ich klicke einfach nochmal drauf. Jetzt habe ich aus einem Zombie einfach 4 Stück gemacht. Was? Wie jetzt? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht werden mir die Punkte ja auch angerechnet. Also das ist gar nicht so... Das? Dosis? Was ist das? Achso, so ein Spritzending. Was macht das eigentlich? Das ist, wenn du in einer heiklen Situation bist und der Zombie dich angreift, darfst du dem die Spritze praktisch reinrammen. Ah. Was ist da drin? Vitamine. Wow, Vitamine. Ach, stimmt doch. Oh, wir sind eine Stufe aufgestiegen, meine Süßen. Oh nein. So. Sprinter klingt super. Der ist bestimmt viel schneller, der holt dich dann ein und dann haben wir dich. Hast du ihn irgendwo hier hingesetzt? Nee, noch nicht. Warte, ich suche mir gerade eine schöne Stelle aus. Die hat so eine schicke Frisur, diese Zombie-Frau. Nee, da hast du ihn gerade bestimmt hingesetzt. Ich habe ihn irgendwo hingesetzt, aber du weißt noch nicht, wo. Das wirst du aber gleich erfahren. Keine Sorge. Ich habe Angst und ich habe nur noch einen. Ist denn das doch? Ja. Wie ist der denn Ah, ich dreh. Komisch. Waffe wechseln, ich habe keine Munition. Nee, wir machen das mal strategisch anders. Ich brauche eine Waffe. Oh, diese Steuerung ist zum Kotzen. Ah, ich bräuchte mehr Punkte, ich brauche mehr Punkte. Lauft, meine Süßen. Ich finde das ehrlich gesagt schon interessant, dass einer so wirklich den König spielt und von oben das Geschehen beobachtet und der andere muss versuchen, sich in dieser Welt zu behaupten, die ich aber kontrolliere im Moment. Ja. Oh, hier ist eine Blonde. Oh, dieses Vibrieren nervt mich. Und
So eine Maschinenpistole ist echt. Was soll das? Was machst du da? Hör auf damit. Zombies klonen. Zombies klonen. Zombies klonen. Ah, klonen. Klonen. Oh Gott. Du hast sowieso schon voll Glück, weil um dich rum ist so ein roter Bereich, in den darf ich einfach niemanden spawnen. Bleib ich hier einfach. Du hast wirklich Glück. Ah. Stell dir vor, wenn es den nicht gäbe, das wäre doch... Ups, jetzt habe ich aus Versehen 3 Stück aus einem gemacht. Was? Der da? Jo. Aber das eine ist eine Frau, glaube ich. 2 sind eine Frau und einer ein Mann. Wie hast du den denn geklont? Ist was schief gegangen. Das X und das, bei dem X-Chromosom ist sowas abgebrochen und ist zu einem Y geworden. Ja. Oder? Oh, ich habe eine Mine. Nein! Verdammt. Steuerung klarkommen. Ich gebe dir kurz Zeit, weil ich plane jetzt deinen Untergang. Okay. Mein Untergang? Na toll, das war nicht so. Ich höre nicht auf zu schießen. Ja, das war doch gut für dich gerade. Ja, aber leider. Nicht, wenn ich eigentlich laufen will. Oh. Friss sie! Sprinter! Komm! Wieso bist du so schnell? Ich habe keine Ahnung, was habe ich für eine Waffe aufgesammelt? Ich habe keinen Plan. Sieht sehr nach Maschinengewehr aus, würde ich sagen. Das fühlt sich an wie ein Rasierer, den ich gerade in der Hand halte. Na, solange es nur ein Rasierer ist, der in deiner Hand rumvibriert, ist doch schön. Auch schon doppelläufiges Schrotgewehr. Doppelseitiges Schrotgewehr. Soll ich erstmal laufen? Oh nein! Nein, nicht laufen, hör auf zu laufen. Genau. So. Oh, Sprinter. Beide erwischt. Wie viel Munition hast du denn noch, Bill? Nicht mehr so viel, aber liegen überall Waffen. Okay, ich probiere das mal aus, wie das funktioniert. Das steht da gerade so schön. Ah! Ist der explodiert, dein Zombie? Echt? Nein. Weiß ich nicht. Ich wollte die Granate. Mein Zombie ist nicht explodiert, der läuft dir immer noch hinterher. Nee, ich meinte nicht den, ich meinte einen anderen. Achso, die stehen nur rum. Also diese blauen Zombies bringen schon mal gar nichts. Ich nenne die jetzt mal blau, weil das Kästchen um die rum bei mir auf dem Bildschirm blau ist. Die normalen, die Wächter-Zombies, die bringen nichts. Man muss entweder wirklich Jäger spawnen jetzt in der Version oder Sprinter. Ich verstehe gar nicht, wieso es die Wächter gibt. Die stehen wirklich nur rum und machen nichts. So wie die hier? Ja, genau. Schlachte die mal ab. Ach stimmt, damit tue ich dir ja eigentlich nur einen Gefallen, ne? Ja, eigentlich ah, schon. Ah, nein. Danke. Oh. Aber ich habe lange überlebt. Aber 44 Infizierte ist mal viermal, locker viermal so viel, wie ich vorher hatte, ne? Das ist schon gut. Ja, gut. Ja, das war doch fein. Ja. Ja. Ja, aber schade, ich fand bei dem, wir haben ja Nintendo Land schon mal angespielt und da fand ich es ehrlich gesagt sehr lustig, dass, also auf dem Pad, ich weiß nicht, ob man das jetzt durch die GoPro sieht, da ist hier nochmal eine kleine Kamera drin und dann wird in einem Bereich des Bildschirms immer das Gesicht eingeblendet von dem Spieler, der gerade das Pad in der Hand hält. Und dadurch kann man sich entweder total verraten oder mit einem Pokerface eben nochmal punkten. Und man sollte sein Gesicht mit dieser Kamera auf Zombies werfen können. Dass man quasi sehr... Ach so, stimmt, dann, du siehst ja die Gesichter. Ja, ich sehe ja die Zombies. Mit deiner Frau Ja, das wäre echt voll die Idee. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so sieht klappt. Das aber jeder. Was? Dass du Nein, ich meine, das wäre lustig im Spiel. Aber das müsste doch einwandfrei gehen, also so technisch dürfte das kein Problem sein. Nein, ich glaube nicht, dass man das einfach programmieren kann. Achso, nochmal. Wie lange nehmen wir schon auf? Das steht hier. Ja. Eine Runde willst du noch oder ich? Oder? Ja, komm, dann behaupte ich mich noch einmal. Oh nein, ich bin so ein schlechter Schütze. Vielleicht bin ich eher Linkshänder-Schütze. Ja, pass auf, das noch lachst du. Ach Gott, wie wechsle ich denn? Genau. Und diesmal habe ich auch nicht vergessen, meine Waffe zu wechseln. Diesmal wird es wirklich spannend. Oh ja. Also Schrotflinten finde ich schon echt nicht schlecht. Boah, nee, Linkshänder-Modus ist aber auch krass. Schrotflinte, ich weiß nicht, ich glaube, die lädt so lange nach, oder? Das stimmt, aber... Ich fand es mit der Pistole und dem Sturmgewehr sehr bequem. Aber welche? Was soll ich nehmen? 25, 30... nehmen wir das. Granate ist bei beiden. Nee, Schrotgewehr mag ich nicht. Hier nehmen wir das Sturmgewehr und zwar die AK. Klassisch. Russland muss natürlich die AK nehmen. Stier führt kein Weg mehr vorbei. Das hast du gesagt. Das habe ich gesagt, ist korrekt. So. Was nehmen wir denn? Zack, zack, zack. Warte, nicht so schnell. Ich lerne gerade.
Mit was bin ich denn letztes Mal gelaufen? Ach, hier mit dem. Nee, Mann, das geht nicht. Geh weg! Ah, Mann! Was ist denn für eine Badehaube auf, ey? Badehaube? Warte mal, wo denn? Da, die da. Ja! Ich glaube, die dachte früher, oh nein. Du darfst noch mal. Oh, wie gütig. Oh nein. Oh, das war... Hammer. Ja, ich glaube, ich bin doch nicht ganz so linkshändig bewandert, wie ich dachte. Jetzt hast du die Waffen. Ja, komm, stimm schnell an den. So, zack, 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 zack. Also, sobald du einen abschießt, kann ich eigentlich fast zeitnah gleich wieder einen neuen spawnen. Echt? Ich glaube, das richtet sich nach den Punkten. Links bei dir auf dem Bildschirm sind Punkte, die sich mit der Zeit wie so Mana sozusagen, Zombie-Mana. Zombie-Mana. Das ist voll gut. Wie sie das sich auflädt und dann, je nachdem, wie viele Punkte du hast, musst du dann für den Zombie abgeben. Steht dann da oben. Zombie-Mana. Das stimmt. Das ist gut, ey. Also. Ah! Wie habe ich das denn? Hast du von hinten noch welche auf mich drauf geschickt? Ich habe überall welche gespawnt. Gespawnt. So, jetzt vorsichtig. Ich glaube, wir haben das auch voll verrafft, dass wir das manchmal mit gleicher Rolle oder mit Rollen tauschen. Ich glaube auch, ich weiß aber nicht, ob uns das angerechnet wird. Also ja, weil bei dem einen stand ja 44 und bei dem anderen gerade mal ein, weißt du? So, und jetzt wähl deine Waffen aus. Eine Armbrust. Alter. Vielleicht kannst du die Pfeile wieder einsammeln und dann hast du quasi unendlich Munition. Wie bei Bioshock. Das war voll schön. Hast du es gespielt? Nee, ja, ich habe so den ersten vielleicht 10 Minuten gespielt. Ey, das war wunderschön. Du hattest so eine Armbrust und wenn du einen abgeschossen hast, ist der an dem Pfeil an der nächsten Wand hängen geblieben und du konntest den Pfeil wieder einsammeln. Und dann ist er runtergefallen. Sehr realistisch. Ein Karabiner. Ich kenne Karabiner nur als Karabinerhaken. Das klingt ein bisschen... Wo ist meine AK los? Da so. Und auferstehen. So, Bill, dann zeig mal, was du drauf hast. Ne? Ich laufe durch die Welt, so wie ich es mir gefällt. Ich wette, ich habe hinter mir schon so eine halbe Armee. Oder du bereitest mir bestimmt so einen kleinen Raum vor, in dem dann wirklich... Ah ja, da hätten wir einen. Der hat gerade in die Sterne geschaut. Ich weiß auch nicht, was mit dem los war. Weil du musst die besser trainieren. Die sind sehr unaufmerksam. Doppelläufiges Schrotgewehr. Sag mal, ach, da kommt jetzt einer. Wow, Dude! Wow, Bell! Okay, ich renne. Tschüss! Aber wohin? Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ich renne. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein Ziel habe. Oh. Ja, wieso schieße ich denn nicht? Du musst Waffe wechseln, auf Plus, du hast keine Munition. Ach nee, du musst nachladen. Nein, ich muss ewig nach... Wieso, wo ist denn meine AK? Wieso habe ich mir eine AK geholt, wenn ich jetzt mit Schrotgewehren schieße? Nee, Mann, ich bin nicht so der Schütze. Gibt's noch was für den Multiplayer, oder? Ich glaube, das gibt nur diese, ich kann ja mal gucken. Ich glaube aber, das gibt nur diese zwei Modi. Nur die zwei Modi? Mhm. Ja, kann man das eigentlich dann spielen, wenn ich jetzt drei Personen habe, dass ich drei Schützen habe in dem Feld? Weißt du, ob das geht? Oder ist der Multiplayer nur für zwei konzipiert? Ja, hier steht ein bis zwei Spieler. Nee, ja, okay. Das wäre natürlich auch heftig. Wenn man so als Gruppe, dann kann man sich zumindest den Rücken so ein bisschen frei halten. Ja, stimmt. Ich finde, das geht auch alles sehr schnell. Ja. Drücken wir A. Und dann könntest du nämlich zum Beispiel, man sagt dann, wenn zwei Spieler sind, kriegst du doppelt so schnell deinen Mana wieder regeneriert praktisch. Und oh, es gibt auch nicht schwierig. Da muss man bestimmt einmal durchspielen. Ey, wir spielen nicht auf normal. Schwierigkeit im... Achso, ich dachte, du hast mir jetzt irgendwas Krasses eingestellt. Nee, es gibt nur Anfänger normal. Ich dachte, ich kann jetzt Hardcore oder sowas einstellen. Also nur dieses Flaggengedönse. Dass man wirklich mitten ins Auge treffen muss, damit der Zombie Schaden. Haben wir Bricklane eigentlich gehabt? Nee, hatten wir nicht. Schade, ich dachte, ich kann jetzt 80 Flaggen einstellen. Wir probieren es einfach mal. Das ist aber voll gemein, weil eigentlich kannst du deine Zombies einfach direkt an die Flaggen stellen von Anfang an. Und ich muss wirklich durchrennen und die kontinuierlich abschlachten. Und meine Flaggen nebenbei einnehmen. Das ist schwierig als Überlebende, das ist echt schwierig. Ja. Als Zombie ist man voll der Mech. Also das beruhigt mich auf was, dass wenn es eine Zombie-Apokalypse gibt, dass ich dann keine Flaggen einnehmen müsste. Sondern einfach in einem Haus bleiben könnte. Ich frage mich, wie lange du überleben musst,
dass ich mal mehr Level aufsteige und mehr Punkte kriege und auch mehr Zombies Hattest du doch, spawnen. hattest du nicht, weil ich Ja, hab ein Level schon mal aufgestiegen, ja, aber das kann es doch nicht sein, ein Level. Also ich war vorhin Level 3, glaube ich. Also es Denk geht an die schon. Waffe. Danke. Spielen wir Überlebende gegen Zombies. Und diesmal nehme ich keine dämliche Schrotflinte, selbst wenn ich eine finde. Total dämliches Ding. Sag das nochmal, wenn deine Munition leer ist. Genau. Oh, wo bin ich denn hier? Ich, oh, hier kann man sich bestimmt gut verstecken vor dir. Boah. Boah. Diggi. Mayday, Mayday! I'm surrounded! Hallo, ich will mich drehen. Ey, Moment, ich habe keine Steuerung, das ist voll unfair. Da kann ich doch auch nichts mehr machen. Was? Stell dir vor, wenn du das synchronisierst, was für Geräusche du dann machen musst. Gut. Ich glaube, achso, bin ich noch am Einnehmen der Fahne? Ja. Ja, das ist auch ein bisschen fies. Oh, die GoPro ist ausgegangen. Nee, das ist nur der Bildschirm. Bist du sicher? Bestimmt. Nee, ich glaube, die hat sich gerade verabschiedet. Ein Punkt für den Überlebenden. Das ist aber auch echt fies. Ich kann hier direkt in den Kreis von einer Flagge, kann ich direkt so einen Zombie reinsetzen. Ja, aber nicht, wenn ich drin stehe. Nee, nee, aber... Aber sonst ja. Achso, ich dachte, man darf die nur in diese Kreise setzen. Ups. Nee, man kann ja auch woanders hin. Echt? Okay, dann habe ich sie die ganze Zeit vorhin. Aber es ist natürlich sinnvoll, sie in einen Kreis zu setzen. Stimmt. Ah, ja. Ja, leider ist jetzt der Akku leer gegangen von der Kamera hier. Ach nee, doch nicht. Ja, die, wie gesagt, die chillt nur, die macht nur den Bildschirm kurz aus. Okay, ich mache sie nochmal an in 3, 2, 1. Bam! So. Genau. Na gut. Ich habe schon leicht Panik gekriegt. So, jetzt hast du bestimmt 5 Flaggen eingenommen hier schon. Und nee, Mann. Ich bin auf dem Weg zur zweiten, so ganz gemächlich und versuche auch die Situation unter Kontrolle zu behalten. Welche nimmst du nur als zweite? Ich sehe was, was du nicht siehst. Stimmt gar nicht, du hast das Pad. Scheiße. Ich sehe alles. Du siehst alles. Was? Eine neue Flagge wurde aufgestellt. Okay. Nein! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nein! Nein! Why? Ist alles dreht sich gerade und überall sind Zombies und oben drücken? Wieso steht da oben drücken? Ich weiß es auch gerade nicht. Na komm, ich helfe dir mal, ich lösche die Zombies bitte. Nein, nein, nein. Ah. Das hat mir sehr geholfen. Ich wollte die Zombies gerade alle weglöschen. Ah, ich kann mich wiederbeleben. Es geht ja um Fahnen, stimmt ja. Oh, ich hab wieder Munition. Fürs Töten, ne? Endlich. Jetzt kann's losgehen. Aber wieso kann ich da keinen mehr? Oh, weil du da stehst, jetzt doch Kacke. Also für die blutrünstigen Pestbeulen, hast du's gehört? Ich geb dir Pestbeulen hier. Da ist die Pestbeule. Ein Punkt für die blutrünstigen Pestbeulen. Voll gut. Bestimmt kommt jetzt von hier auch noch einer. Wow! Wie ich wusste. Oh, was für Reflexe. Geh weg. Nein, in die, das andere links. Nein, das andere links. Ja, genau das. Oh. Du bist tot. Scherzkeks. Also nicht du, sondern der Sprecher. Oh, das ist voll der Kampf, ne? Ach, also. Vergessen. Was habe ich denn... Ich nehme mir den. Ich habe gerade überlegt, du kannst ja keine Zombies spawnen, wenn du keine Punkte mehr hast. Und wenn ich die nicht kill, kriegst du Punkte, wenn ich die nicht kill? Weiß ich gar nicht. Doppelschaden, das klingt doch super. Na Gott sei Dank, endlich mal was Geiles. Was ist das denn? Ist das ein... Der hat einen Helm. Ist das der gepanzerte Zombie? Oh, den hatte ich noch gar nicht. Oh. Der sah aber sehr normal darunter aus. Ja. Naja, hat er halt einen Helm auf, ist nicht so einfach dem. Oh, ich muss mal aufpassen hier. Ach nee, das sind ja die falschen.
Falsche Zombies gesetzt oder was? Ja. Okay. Alright. Boah, ey. Apokalypsen machen wirklich so hungrig, ist unglaublich. Mann, ey, ich komme gerade gar nicht klar. Wir müssen auch gleich was essen. Oh, der lebt ja noch. Da fetzt ihm der halbe Kopf weg und er lebt. Zombies sind wirklich ein Mann. Ja. Das ist lustig. Ich sehe hier sogar die Blutspritzer. Wirklich? Ja. Hier. Ach, süß. Ist aber sehr liebevoll. Oh, ich kann Kann wieder ich mich setzen. eigentlich heilen? Ich würde mich gerne etwas heilen. Warte mal kurz, ich wechsle noch Waffen. Oh ja, jetzt habe ich schon. Jetzt habe ich schon ungefähr 100 Zombies gespawnt. Da liegt Munition zu viel. Oh ja, da steht auch die Konfetti im Bildschirm. Los weiter! Eine neue Flagge. So, ich muss jetzt auch mal was einnehmen hier, ne? Aber ich Ja. kann die gerade nicht spawnen. Warum? Weil du keine Punkte hast wahrscheinlich, oder? Ja, du hast nicht genug Punkte. Oh. Das ist jetzt meine dritte Flagge. Ach, wir spielen bis fünf. Okay. Ja, das ist gemein. Du kannst einfach an jede Flagge einen Zombie spawnen. Ja, das ist echt fies. Oh, ich sehe gerade auch die Flagge. Wie kann ich denn rennen? Das war der obere Knopf, ne? Genau. Dann sehe ich da gerade, ihr wollt meine Flagge einnehmen. Und das ist nicht Ja, jetzt habe schön. ich aber kein Geld mehr, um so eine Beschützer-Zombies zu spawnen. Die greifen dich gar nicht an, kann das sein? Nee, das Stell sind dich mal wirklich genau scheinbar neben den. reine Viecher, die nur fürs Zerstören von meinen Pfählen da sind. Ja, guck, der interessiert sich gar nicht für dich. Also brauche ich mehr von denen hier. Oh, ich bin schon wieder ein Level aufgestiegen. Wen kriegst du jetzt? Oh nein, das war sehr überraschend. Wieso kann ich? Ach, du bist tot. Ja, Ach, aber also, ich ich gehe hänge dir hier in mal dem weiter, Menü ich fest. verpeile es auch. Achso, ich muss bestätigen drücken. Oh, Jetzt hast du gesehen, was ich gesehen habe. nee, habe ich nicht. Das ist wie wenn man Leuten aufs Handy guckt, während sie SMS schreiben und sie denken, man hätte alles gelesen. Und dabei erkennt man gar nichts. Bist du eigentlich auch da? Ich sollte mal mehr ausgeben für die, die Flaggen einnehmen können. Anstatt. Oh nein, Spooky! Der ist am sinnvollsten, finde ich. Der ist wirklich sinnvoll, ja. Also, weil ich habe überhaupt keinen Plan, was abgeht jetzt. Ich. Oh nein. Wow! So, mittlerweile muss ich sagen, komme ich auch ein bisschen mit der Steuerung Ja, klar. man muss sich echt erstmal dran gewöhnen, ne? Ja, wirklich. Achso, die Flagge gehört ja schon fast mir. Dann bleibe ich noch mal kurz hier stehen. Das war ein spürbarer Treffer, hat er gesagt. Wie damit noch mit. Guck dir das an! Ja. Habe ich gerade erzählt, dass ich mit der Steuerung klarkomme? Ja, guck, die. Ja, die, Jetzt der haben wir es, ne? automatisches Geschütz. Das klingt doch. Solltest du vielleicht mal einsammeln. Bah! Na los, hol es Oh, dir. du kleiner Fiesling. Da sitzt die Belle neben mir und man denkt, sie ist zu so lieb und so. Spucker, auch noch ein Spucker dahingesetzt. Da denkt man, sie ist zu so lieb und tut einem nichts, lässt einen Waffen holen und dann sowas. Okay. Wieso habt ihr jetzt. Ge ihr habt es überhaupt nicht verdient. Viruzid-Dosis aufheben. Greift eigentlich auch an oder chillt er? Oh oh, ich habe ein Problem. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Chilter? Oh Moment, ich habe ja gar keine Munition. Also der sollte Das. seinen Helm vielleicht mal Wow! anschneiden. Das war echt unerwartet. Ja, der Hä, ist sollte. der wieder aufgestanden oder was? Nee, ja, genau. Also Alter. irgendwie habe ich ihm nur den halben Kopf weggeschossen. Das zählt nicht als Oh, Töten. okay. Was ja auch durchaus seinen Reiz hat. Es hat ja so überraschende Momente dadurch. Dreh dich um. Welchen Zombie habe ich denn jetzt gelöscht? Oh, Süße, keine Ahnung. Eine Ich will neue den Flagge löschen. ist im Spiel. Ihr Wozu macht es denn so Glücklichen, viele Flaggen, wenn ich kaum mit den dreien klarkomme? Los, lauf, hol ihn dir. Hä? Oh, ich habe einen Doppelklick drauf gemacht. Und dann ist der gestorben. Echt? Hm.
Durch Doppelklicks haben die sich bei mir vermehrt? Hä? Nein, 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 nein. Ich brauche Munition. Okay, wir gehen weg hier. Wir gehen weg hier. Wir fliehen. La la la. Das war gar keine Tür. Ah, Munition, da steht es. Bisschen Ammo. Okay. Falsche Ammo! Alter! Und wir rennen wieder weg. Töte man Zombies, sonst kann ich hier nichts mehr machen. Ja, das ist vielleicht auch sogar mein Ziel. Die Pestbeulen. Süß. Wie liebevoll er sie bezeichnet. Boah, da ist eine Fahne. Ja, gehen wir doch mal dahin. Wie ich einfach keine Munition habe. Mann, das ist echt zum Kotzen. Ohne Munition macht das echt keinen Oh nein, Bell! Aber jetzt werde ich ja gespawnt und bin noch krasser als zuvor. Jetzt. Ich habe hier nämlich sehr nutzlose Zombies. Oh, wie toll ist das denn? Juhu! Wie so ein Kartontunnel. Oh, Bell, spawn mal Zombies in meine Nähe. Ich habe das Gefühl, ich nehme dann Flaggen noch schneller ein, wenn ich dabei Zombies töte. Echt? Ja. Wie gut. Wahrscheinlich, wenn man dann versagt als Zombie-Beschwörer, dann kann der andere die Flagge noch schneller einnehmen. Das macht irgendwie auch sogar ein bisschen Sinn. Oh, was habe ich denn jetzt hier? Schadensaufwertung, Kapazitätsaufwertung, Kapazitätsaufwertung. Mama, oh ju. Jetzt kann ich 10 Zombies insgesamt spawnen. Ist ja heftig. Hör auf damit! Wo kommt ihr überhaupt alle her? Ihr habt hier nichts verloren. Nein, die andere, das andere links. Scheiße, jetzt wird's ja richtig spannend. Oh. Dann haben wir auch eine Stunde um. Das ist doch perfekt. Ich wollte eigentlich da lang. Genau, die habe ich ja eh fast eingenommen. Eigentlich hast du keine Chance, es sei denn, ein Wunder geschieht. Nein, 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 nein. Das sind jetzt einfach Millionen. Bell, was hast du getan? Was hast du getan? Los, ich muss die Flagge schneller, ich muss überleben. Ich muss einfach im Kreis laufen und die ganze Zeit Zombies schubsen. Ich schaff das, ich schaff das. Nein. Nein. Lauf. Komm, komm. Nein, da lang. Ach, deshalb tun die in die Idee. Ihr glücklicher Himmel. Oh, wie knapp das ist. Guck mal, die stehen jetzt gleich auf. Scheiße, scheiße, scheiße. Mach schon. Die Überlebenden haben echt einen kleinen Bonus verdient. Vor allem, weil sie kein Leben mehr haben. Oh, jetzt sind alle tot von mir. Also alle, die die Flaggen einnehmen können. Ja, ne? Ich glaube. Ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade sehr mit Zombieschubsen beschäftigt. Weiter. Los, bleibt mir vom Leib. Nein! Hast du gesehen, wie knapp das war? Mir hat nur so einen Milli. Oh, jetzt hast du natürlich gewonnen. Super. Nee. Doch. Du kannst gleich nochmal. Nee, weil du jetzt schon in dem Kreis bist und dann kriegst du diese Fahne. Ja, aber ich habe da keinen Zombie, der mir Sachen spawnt. Ach so. Oh mein Gott, ich muss mich so beeilen. Geh mir aus dem Weg, Spooky. Ich habe jetzt nämlich. Das ist knapp. Du musstest einfach nur reinlaufen, ey. Ja, mir hat wirklich eine Sekunde gefehlt, bis ich den Punkt gekriegt hätte. Das war okay. Oh, Gott sei Dank. Okay. Jo. Also, das war Zombie U. Auf der Wii U. Who are you? wie fandest du es? Ja. Ich fand es schon amüsant, aber ich fand ehrlich gesagt die anderen Spiele, wir haben ja schon mal ein paar Wii U-Spiele angespielt gehabt, so von Nintendo Land, die fand ich ein bisschen Multiplayer-tauglicher, sage ich jetzt mal. Mhm. Also es ist okay, wenn man es mal so zwischendurch zocken will, wenn man jetzt genug vom Singleplayer hat und einer kommt gerade in den Raum und lass mal zocken, ist cool.
Aber so richtig lange weiß ich Ja, nicht, ne? vor allen Dingen, weil das nicht so die Abwechslung ist. Und man ist Ja. wirklich schnell tot. Einfach. Ja. Man ist Also der einfach. Vorteil daran ist wirklich, dass man sich abwechseln kann, wie wir das gemacht haben, dass man wirklich alle paar Minuten so Wenn man switchen nicht kann. durcheinander kommt mit dir. Und wenn man sich nicht alles zum Kreis dreht. Ja. Ja. Also ich fand's. So, Ja. 50% von 100. Ist das zu wenig? Also wenn Ja. 100 richtig, richtig Also. gut ist, ist das so okay. Es ist ein cooler Bonus jetzt fürs Also Spiel, aber... ich finde, man muss dem Menschen auch einfach eine Chance lassen. Ich hätte um dich rum immer wieder Zombies spawnen können, sobald du einen abgeschossen Ja, hast. das habe ich aber gemacht und du bist ja trotzdem gut durchgekommen. Also es kommt wahrscheinlich auf die Schützenfähigkeiten an. Ja, weiß ich nicht genau. Ja, genau. Also, das war Mädchen und Telespiele. Wie fandet ihr das denn? Sollen wir noch andere Spiele ausprobieren? Wenn ja, dann schreibt es doch in die Kommentare. Und wie fandet ihr Zombie-U? Das würde uns auch interessieren. Und Genau, vielleicht haben wir voll den falschen Eindruck, weil wir irgendwas falsch verstanden haben. ja, vielleicht haben wir jetzt auch blöd angestellt. Ja. Aber eigentlich finde ich, wir waren doch okay. Das war echt okay. Ja. Oder? Ja, Wir waren waren faire okay, Partie. oder? Ja. Ja. Sehr gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau. Macht's gut. Genau. Ciao. Tschüss.